Ich will doch keine Atombombe kaufen, oder nicht? Okay, ich will eine Atombombe kaufen eigentlich. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die gut platziert ist. Ach du Scheiße, was kommt denn da? Okay, ist gut platziert gewesen. Sehr gut platziert gewesen. Sweet. Das war's. Okay. Ich gehe nochmal in so ein Dings rein und guck nochmal rein. Ich spiele mich gegen die NPCs so ein bisschen warm, damit ich alles so ein bisschen gesehen habe. Riesige Einheiten verbrauchen keine Vorräte mehr, wenn sie freigeschaltet werden. Hm. Das könnten wir versuchen. Das Game ist auf Steam, es ist kostenlos. Es ist ein Alpha-Test. Das sieht auch gut aus, aber ich glaube, ich versuche mal das hier. So, Luft und Air. Ah, die haben Luft hier, ne? Ich strukturiere das mal um, weil ich gehe davon aus, dass die mit den R-Einheiten, die er hier hat, die Phoenix-Einheiten, zuerst kommt und wieder unbedingt Nachschub brauchen. Darum setze ich mal zwei in die Mitte. Und setz mir noch zwei Fangbots rechts rein. Ich denke, das ist eine gute Sache. Fangs sind super lahm. Ah, gut, dann könnten... Ja gut, ich will sie schon ein bisschen versetzt haben. Will sie so haben. Das sind Raupen, ja, okay. Okay, gegen die Raupen sind sie gut. Hier drüben nicht ganz so sehr. Oh, die Raketen sind mega unpräzise. Bro. Okay. Die können die, glaube ich, kriegen, sobald die umdrehen. Also wenn die das zerstören, ist das, glaube ich, wenn die dann umdrehen, haben die einen Debuff und dann könnten die, glaube ich, bekommen. Ja, okay.
Close. So, wir haben... Nee. Feuert eine Lenkwaffe ab, die 3000 Schaden verursacht. Abklingszeit 2 Runden. Das ist kostenlos. Klingel? 400. Ja, ich nehme das einfach mal. So, wir haben jetzt keine Bereitstellungsgebühren für unsere großen Sachen. Das heißt, theoretisch könnten wir uns kostenlos jetzt einfach erstmal einen Overlord sichern. So, wo hatten wir Probleme? Linke Flanke, ne? Ich denke, es macht Sinn, den hier zu bauen. Okay. Denn her? Okay, die Phönix sind gleich down. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Aber der Overlord macht gut Schaden, Alter. Ja. Wenn die jetzt noch den Phönix holen, wenn sie jetzt noch die Phönix-Dings holen, dann könnte das gut sein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass die so viel Schaden machen, die Phönix. Okay, doch nicht. Krass. Krass. Ich habe jetzt gar nicht meine Fähigkeit genutzt, ne? Okay. Aufgeladene Munition im Overlord macht, glaube ich, nicht so geil Sinn. Ich habe 400, 600. Ich könnte also... Ich muss auf jeden Fall Wespen reinholen. Ich überspringe das mal, ich sehe da nichts. Genau, wenn ich jetzt Wespen reinhole, kann ich die zweimal positionieren und kann damit die Linien hier halten. Flankiert wird hier nicht, tatsächlich. Die kommen einfach von da. Die sind relativ schnell. Gut. Der Overlord braucht mehr Erfahrungspunkte. Wir haben 200. Ich kann nicht mehr rekrutieren, außer... Das kostet mich aber 50, ne? Ich könnte nochmal rekrutieren mit 50. So, wir gehen.
Hier rein. Warte mal, nee, wie schnell kommt denn der? Ach so, der kommt sofort, ne? Oh Gott, ich hab mich misplaced. Oh, never mind, Alter. Never mind. Okay, die Wespen waren jetzt für den... Ah, scheiße. Die Wespen waren jetzt für die Phönix mehr oder weniger nur Kanonenfutter. Aber die Runde kriegen wir auf jeden Fall, denke ich. Wir haben sehr viel Zeug noch auf der Straße. Ja, nice. Das gibt gut Schaden jetzt. Okay, 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 okay. Kann nur ausgerüstet werden von einer riesigen Bodeneinheit. Ah. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten um 3. Ah, ich könnte auch eine schwere Rüstung nähen. Ich habe auf jeden Fall genug Geld. Ich hole mal die Schmelze. Die ist ja for free noch für mich. Die setze ich jetzt einfach hier hin und baller das Ding hier rauf und schütze damit die Einheiten, die ich hier habe. So. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Jetzt habe ich immer noch 400 und hole mir noch einen Overlord für die rechte Seite. Ich konnte jetzt natürlich nicht flankieren. Aber ich denke, das ist in Ordnung so. Let's go. Cool. Das ist eine gute Runde, denke ich. Oh, die Raupen, die sind Stealth. Aha. Okay, die Phönixe gehen down. Okay, Wespen sind auf jeden Fall Phönix-Konter. Oh, die Schmelze ist auch Anti-Air. Bam, bam, bam. Okay. Hm. Habe ich denn viele Updates gerade? 1, 2... Ich glaube, das könnte sich schon lohnen hier. Ja, das hat sich schon gelohnt. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch zu wenig Wespen. Alternativ könnte ich im Hintergrund auch mal einen Phönix packen. Wir machen den Wespen-Spawn an beim Mutterschiff, ist good call. Und jetzt... Ich kann 2 Einheiten. Okay, dann könnte ich theoretisch... Nee, ich brauche große Einheiten. Was ist denn eine gute große Einheit? Eine Vulkanier oder eine Festung? Vierhundert. Festung gegen Einzel, Vulkanier gegen Masse. Ich habe das Gefühl, hier drüben kommt Masse. Das heißt, wir setzen hier hinten mal einen Vulkanier rein. Weil die kümmern sich um Highground und ich denke, wenn ich einen Vulkanier hier reinsetze... Ich versuch's einfach mal.
Die ist langsam wahrscheinlich, ne? Hat geklingelt. Okay, let's go. Uff! Da hatte jemand die gleiche Idee. Okay, jetzt kommt der Debuff gleich. Jetzt kommt der heftiger Debuff gleich. Zack, 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 zack. Bam, jetzt aufs Maul. Haha. Ich glaube, das war's. Schön. Okay, okay. Not bad, not bad. Lass uns doch mal die Schwierigkeit nach oben setzen. Aus der Luft klingt geil. Jetzt aus der Luft klingt geil tatsächlich. Rhino? Was, Rhino habe ich hier gar nicht. So, wir haben Raupen. Stahlkugel. So, was haben wir denn eigentlich als Gegner? Oh, fuck me, Alter. Die machen nur Boden, oder? Was haben wir da? Phoenix. Ich hole mir auch Phoenix. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen was ausrichten kann, wenn die positioniert sind. Okay, let's go. Ja. Nicht schlecht von der Geschwindigkeit tatsächlich. Ah, der Phoenix muss natürlich erst dadurch. Mein Gott, Alter. Okay, die sind down. Wir haben noch zwei Phoenix, die jetzt gleich auf Angriff gehen. Die sind nicht debufft. Oh, nee. Okay, ich muss schnell auf Anti-Air gehen. Ich muss schnell auf Anti-Air gehen. Ich habe jetzt ein Phoenix durchgezogen. Das, was hier gerade doof ist, ist die, Wesp kann ich mir noch holen. So, wir haben 450. Ich könnte mir einen Overlord gönnen. Hmm.
Ich gehe mal auf Mustang, hol mir aber jetzt zweimal Phoenix. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nicht Anti-Air kriege, fahren die immer wieder über mich drüber. Und Anti, also er selber würde jetzt hier eine Menge regeln. Okay, es geht schon schneller. Aber wir haben hier hinten einen Debuff. Oh Gott, wir haben einen saftigen Debuff. Ich muss unbedingt die Wespen reinholen. Ground ist so stark, Alter. Ich könnte jetzt natürlich Mustangs 50% günstiger machen. Das wäre natürlich eine geile Sache. Die sind ja auch Anti-Air. Hier kommen halt zwei Phoenix durch. Ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber wir gucken mal. Besser. Besser. Phoenix sind fast down. Nice, nice, nice. Mustang hat's gebracht. Mustang war der Gamechanger, Chat. Mustang hat das Spiel gerade gerettet. Let's do this. Okay. Mustangs Regeln haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Holy fuck. Okay. How about Overlord mit super schwerer Rüstung? Weil das fühle ich nicht. Lieber Schmelze mit Rüstung? Wir probieren mal die Schmelze, aber ich weiß nicht, ob ich sie 400, ja, kann ich. Go. Rechts war safe. Wir positionieren die mittig. Huch. Okay. Let's do this. Was? Warum? Digga. Ich glaube, das Schlachtschiff ist besser. Kann ich irgendwas upgraden? Oh mein Gott, die Upgrades. Alter, ey, das ist no joke. Ich spare jetzt so viel Geld.
Okay, das war's. Die Schmelze geht ja gar nicht down. Updates gleich Levelkosten. Updates gleich Levelkosten? Upgrades sind keine Levels. Was habe ich denn da gerade gekauft? Was ist denn das Upgrade? Ich sehe hier ehrlich gesagt nichts, was ich geil finde. Ach, die unteren Fähigkeiten. Also das hier unten. Ah, Bro. Das ist natürlich. Das ist jetzt natürlich, das verstehe ich. Aber ich muss trotzdem die Dings upgraden. Gut. Ich denke, das war's. Hey, lass mich mal da sitzen jetzt. Fuck. Ich hab's mal geupgradet. Okay, let's go. Was steht da denn rum? Ach, die werden da reingeportet jetzt. Oh, die Mustangs machen einen kurzen Prozess mit den Wespen, Alter. Das ist nicht mal witzig. Alles klar, ist dann. Mach nochmal eine Runde schwer und dann gehen wir mal in den Matchmaking rein, denke ich. Scharfschütze, glaube ich. Geschwindigkeit klingt auch geil, aber dann müssten wir halt flankieren irgendwie, wa? Ich nehme mal Scharfschütze. Ich will mir noch einen Scharfschützen. Okay. Und ich will mir noch einen Scharfschützen. Da sind eine Menge große Einheiten. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, genau der. Okay.
sieht gut aus. Der ist ein Scharfschütze. Der ist down. Okay. Ah, du kannst jede einzelne Einheit anpassen. Okay. Wir werden Fokus wahrscheinlich auf Scharfschützen legen. Ich habe mich hier diesen Erfahrungspunkten-Bonus. Aber mit was kombinieren wir die? Ich denke, ein paar Mustangs wären vielleicht noch gar nicht so schlecht. Wo waren die hier? Ja. Scharfschützen kosten nur eins. Was ist denn Rhino? Warte mal, da gucke ich mal ganz kurz. Hier, Nashorn. Nur Boden, hohe Geschwindigkeit, hohe P, in der Lage, auf kurze Distanz massiven Spritzschaden zu verursachen. Ich nehme mal das Reichweiten-Update und wir gucken mal, was passiert.